Ich finde es ganz wichtig, dass man immer ein Ziel vor Augen hat und weiß, in welche Richtung es im Leben gehen soll. Und dabei aber nicht aus den Augen verliert, dass man Spaß hat und das Leben einfach genießt. Julia Schrempf, ich arbeite bei der ED Züblin AG, Direktion Stuttgart, Bereich Ingenieur und Infrastrukturbau und bin Diplom-Wirtschaftsingenieur für Bau, FH und Senior-Projektkauffrau. Das Coolste ist einfach, dass ich direkt auf der Baustelle arbeite und wenn ich zum Fenster rausschaue, genau sehe, was wir machen, für was es gut ist, was ich tue, und wenn mich mal alles im Büro nervt, dann schnappe ich mir Helm und Schuhe und gehe einfach raus auf die Baustelle und gucke einfach, was wir da genau machen. Man muss sich im Klaren sein, es ist kein 9-to-5-Job, wo ich morgens hingehe und weiß, um 5 gehe ich wieder. Ich arbeite mein Programm ab und dann kann ich wieder nach Hause gehen, sondern auf der Baustelle braucht man halt einfach Engagement, auch Leistungsbereitschaft, muss flexibel sein und vielleicht auch ein bisschen mehr geben als bei anderen Jobs. Und oftmals ist es so, ist aber auch keine Einschränkung, sondern auch eine Herausforderung oder was das Schöne am Bau, dass die Baustelle nicht immer vor der Haustür ist, sondern an anderen Orten, andere Länder, andere Städte. Das ist natürlich eine Herausforderung. Also ich arbeite bei der ED Züblin AG, wir sind eine Baufirma, ein Baukonzern. Meine Aufgaben auf der Baustelle sind, also wie gesagt, ich habe dort die kaufmännische Projektabwicklung vor Ort auf der Baustelle. Die Hauptpunkte meiner Arbeit sind eigentlich oder beinhalten die Buchhaltung, Controlling, Einkauf, Personal. Das sind so die Schlagworte. Buchhaltung nimmt leider manchmal einen relativ großen Teil meines Aufgabengebiets ein oder meiner Zeit. Es geht einmal darum, einerseits die Rechnungen zu prüfen, andererseits natürlich auch zu gucken, dass das Geld reinkommt auf die Baustelle, eben da die Rechnungen zu schreiben und so weiter. Mahnlauf, Mahnwesen nimmt einen großen Teil ein von der Zeit. Nächster Teil ist Controlling. Wir machen jeden Monat einen Kosten-Soll-Ist-Vergleich, Kaufmann und Techniker gemeinsam. Wir fahren verschiedene Auswertungen im Monat. Machen eine Planung für die Baustelle, wo geht die Reise ergebnistechnisch und leistungstechnisch am Ende der Baustelle hin. Dann bin ich noch mitverantwortlich für den Einkauf. Da unterscheiden wir zwischen Materialeinkauf und Nachunternehmereinkauf. Beim Materialeinkauf bin ich eher so eine Mittel- oder so ein Vermittler zwischen Baustelle und der Abteilung Beschaffung. Und bei dem Thema Nachunternehmervergaben, da bin ich quasi von Anfang an dabei, mache manchmal die Ausschreibungen. Verhandel auch, mach Verträge, mach dann später die Projektabwicklung vom kaufmännischen her mit den Nachunternehmern bis letztendlich zur Schlussabrechnung. Ja, und dann ein Punkt ist dann auch noch, als oft einzige Kauffrau auf der Baustelle kommen natürlich meine ganzen technischen Kollegen, die immer wieder kaufmännische Anliegen haben, um die ich mich dann auch kümmern muss. Mein Arbeitsplatz ist direkt auf der Baustelle. Ich habe dort ein Büro. Und von dort bin ich eigentlich den ganzen Tag für viele, sehr viele Telefonate, Gespräche, bin in Verhandlungen, in Besprechungen dabei und öfter mal auf der Baustelle, kommt immer drauf an. Ich möchte natürlich schauen, wie ist der Arbeitsfortschritt auf der Baustelle, will auch Materialien sehen, die ich vielleicht mit eingekauft habe oder brauche einfach mal eine Auszeit vom Schreibtisch, dann bin ich auf der Baustelle, ansonsten im Büro, am Schreibtisch oder in Besprechungen. Angefangen hat es mit dem Abitur 2002 in Karlsruhe. Ich hatte das Glück, dass ich schon ziemlich früh wusste, wo meine Reise hingeht, was ich als Ziel habe. Großes Ziel war immer, ich möchte auf einer Baustelle arbeiten. Das kommt aus Kinderzeiten, da mein Onkel mich oft auf die Baustelle mitgenommen hat und ich dort schon mit Helm und Baustellenschuhe über die Baustelle gerannt bin und habe mich dort einfach super wohl gefühlt. Somit hatte ich von Anfang an ein Ziel vor Augen, das ich dann Schritt für Schritt versucht habe zu erreichen. Nach meinem Abitur habe ich direkt ein Vorpraktikum gemacht auf der Baustelle, um eben nochmal genau zu sehen, wie läuft es auf der Baustelle, und habe dann 2002 auch mit meinem Studium in Karlsruhe an der Fachhochschule oder Hochschule für Technik mit dem Studiengang Baumanagement angefangen. Und habe das dann nach 9 Semestern abgeschlossen mit dem Titel Diplom-Wirtschaftsingenieur für Bau. Während meinem Studium war ich ein Semester im Ausland. In Irland habe ich studiert an der Waterford Institute of Technology.
das hat mir sehr viel gebracht, auch später, um den Einstieg bei Zyplin zu schaffen, eben, dass ich das im Lebenslauf hatte. Während meinem Studium habe ich zahlreiche Praktika gemacht, auch schon bei Zyplin, was dann auch schon der Einstieg war, später bei Zyplin 2007 anzufangen. Als kaufmännischer Trainee habe ich 12 Monate ein Trainee-Programm abgewickelt und habe dann 2008 meine erste Baustelle mit ca. 50 Millionen abgewickelt, danach noch mehrere kleine und jetzt bin ich auf einem Großprojekt mit über 300 Millionen kaufmännisch verantwortlich. Ich bin jetzt schon seit 6 Jahren bei Zyplin dabei. Es würde nur bedingt ohne meinen Werdegang gehen. Also man kann auch eine kaufmännische Projektabwicklung machen, ohne dass man studiert hat. Würde dann, ich denke mal, nicht für Großbaustellen eingesetzt werden in diesem Rahmen und vielleicht auch nicht ganz so viel Verantwortung kriegen, wie sie mir jetzt übertragen wurde. Was man mitbringen sollte als Stärke, ist einfach Flexibilität, Engagement, Leistungsbereitschaft. Und man sollte auch gerade als Frau auf dem Bau, wie es so schön heißt, doch auch ein bisschen Durchsetzungsvermögen mitbringen, einfach ein bisschen Power, Selbstbewusstsein, dass man auch manchmal die doch etwas härtere Sprache auf dem Bau, ja, damit ganz gut leben kann.